Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einem brandneuen Abenteuer, nämlich 100 Tage Überleben in Minecraft One Block mit ganz vielen Mods. Mit dabei ist aus Melinski, hallöchen. Moinski. Wir haben ja bereits One Block durchgespielt in der normalen Version. Heute versuchen wir aber das Ganze in der gemoddeten Version. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr wollt, dass wir hier eine Serie machen. Denn 100 Tage, das werden einige Folgen, mindestens 10, mindestens. Mal gucken, wie wir vorankommen. Der One-Block ist dieser Block in der Mitte. Der sieht jetzt aktuell aus wie eine Truhe, ist aber der One-Block Erdtruhe 9000. Kann man direkt mal ein Stack rausholen. Das ist aber tatsächlich jetzt gerade nur zufällig ein Erdblock, weil wie ihr seht, das ist der One-Block. Den können wir jetzt mal abbauen, Elina. Bauen wir mal ab. Und dann müsste eigentlich ein neuer Block kommen. Ja, One-Block. Ist praktisch. Jetzt haben wir direkt eine Truhe. Und wir haben Hä? Ach, das Wasser. Oh ja. Was ist denn das gemacht? So, jetzt kann man hier die ganze Erde mal platzieren. Das ganze Ding mal ein bisschen größer machen, ne? Und dann platziere ich mal die... Sag mal, Dina, was ist denn da deine Mission? Ich komme hier wieder raus, ich sag's dir. Oh nein, das geht nicht. Man kann die Blöcke hier nicht abbauen in der Mitte. Schade. Das ist protected, spawn protected. Ich will hier rauf. Rettungsaktion. Jawohl. Nice. So, jetzt können wir die weiter abbauen. Das ist halt normal. One Block, das kennt ihr ja, ne? Boah, das ging schnell gerade. Ja. Und du kannst mit diesem Analyzer halt rechtsklicken. Da siehst du ja mit 11 abgebaut, 12. Bei 200 kommt die neue Stage. Es gibt 10 Stages. Huhn! Aber ein braunes Huhn. Boah. Okay. Es gibt aber noch einen Trick, Elina. Shifte mal. Und dann mach mal rechtsklick auf die Erde. Da passiert nichts. Auf deinem Block. Mach ich. Lieder. Shift. Und dann auf den Block, wo du stehst, rechts klickst. Okay, irgendwie es glitscht ein bisschen. Aber wenn man es einmal hat, dann hat man es. Nee, das funktioniert in der Mitte nicht, weil das Spawn. Weil das Spawn protected ist. Das sind Kieselsteine. Also echte Kieselsteine, Lieder. Das sind echte Kieselsteine. Gold. So, und diese ganzen Kieselsteine kann man jetzt mit Hilfe einer Werkbank. Nee, oder geht das doch ohne Werkbank? Wait a minute. Ah, ja, kannst du zu Bruchsteine machen. Einfach 4x4 zusammencraften, ne? Dann hast du schon mal Bruchsteine, Leute. Falls übrigens mal sehen wollt, wie viele Items es hier in diesem Projekt gibt. Weil ich mache mal so leid, wie das Minecraft ist. Normal Minecraft, das man kennt. Ja, hier hört Minecraft auf, hier so, ne? Das ist 9 von 70. Also wir haben extrem viele Items, Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt. Elina, benutzt doch nicht... Achso, nee, wir haben hier unendlich Bruchstein. Boah, ich bin gerade schon kurz ausgetickt, dass du hier unseren Bruchstein verbrauchst. Hä, bist du bescheuert, Alter? Ja, unser Huhn braucht einen Namen, ohne Witz. Okay, aber es kann vielleicht sein, dass wir das bald noch töten. Aber wir nennen das... Hermine, das ist Hermine. Och, Mann, Ben, du machst den beschissensten Namen für Ja, dann mach du Tiere, doch einen Alter. Namen. Alter, Brutus. Das ist so ein Kackname. Naja, er brütet. Oh Gott, automatisches Springen, Hilfe! Ja, ich bin ja fast gestorben. Das ist mir auch schon oft. Regina ist so in ihrem Element jetzt passiert. So, passt auf, es gibt aber Quests. Und die sind jetzt sehr, sehr wichtig, um weiterzukommen. Weil wir benötigen nämlich. Wartet. Da müssen wir hier. Ah, nee, warte mal. Welche Quest ist denn das? Sind wir hier richtig? Also, hier müssen wir auf jeden Fall 128 Erde sammeln. Wie viel Erde hast du im Inventar? Kannst du mir die mal droppen, maybe? Ich habe eine Erde. Okay, dann lass so lange abbauen. Oha, das war was zu essen. Dann lass so lange abbauen, bis wir nochmal eine Kiste kriegen. Mit dieser Kiste sollten wir dann genug Erde kriegen, weil da ist halt ein Stack Erde drin. Und dann schaffen wir... Oh, da ist er auch schon. Sehr schön. Können wir direkt noch eine Kiste platzieren. Dann machen wir jetzt hier Gütertrennung, Elina. Du eine Kiste, ich eine... Okay. Elina, du bist so eine Baumaschine da, du. Nee, wir platzieren die hier. Hab ich jetzt... Oh, Quest, da ist auch ein fettes Ausrufezeichen. Und wir haben die geschafft. Ups, wartet. Genau, Belohnung abholen. Da haben wir Erde und Grasblock tatsächlich zurückbekommen. Ich denke, den sollten wir hier mal platzieren. Nein. Ich glaube, der Grasblock breitet sich nicht aus, weil das hier Spawn-Protected ist. Aber der müsste sich hier eigentlich ausbreiten über diese beiden. Müssen wir gleich mal gucken. Oh, du hast Sand, Elina, das war gut. Aber warte, ich kann noch was machen. So, noch eine Quest geschafft. Quest completed. Seht ihr auch rechts. Ah, genau. Das ist nämlich das, wo wir hinwollen. Jetzt haben wir roten Sand. Jetzt haben wir die Tonklumpen wieder bekommen. Das brauchen wir nämlich hier. Okay, wir brauchen 32 Tonklumpen, Elina. Und Sand. Okay. Wir brauchen Tonklumpen und Sand. Ich hab welche. Du hast, glaube ich, welche gerade bekommen. Ja, habe ich auch. Warte, ich kann das hier, glaube ich, nochmal abbauen. Weil ich bin auf dem Weg zu Holz, Elina, tatsächlich. Ey, wir haben eine Kuh.
Das ist ja. Frieda, das ist Frieda, ganz klar. Die Frieda, okay. Die Gude. Frieda okay. Und Brutus. Ich habe 28 mit dem nächsten Block. Wenn das gibt ja immer 4, dann müsste es hitten. Dann haben wir genau 32. Ich sage 5 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, wie schnell wir diese Blätter weghauen. 145, wir haben ja so das Upgrade durchgemacht. Ah, okay. Ich meinte 11 natürlich, ich habe versprochen. Und wir können die Quest abschließen und die ist sehr wichtig. Können wir noch mehr Quests? Ja, die können wir noch. Da wird aus einem 2. Ja, die nehmen wir natürlich an. Und jetzt können wir das hier noch. Okay, das ist eigentlich auch klug, ne? Hoppa. Ach nee, da brauchen wir Eisen. So weit sind wir noch nicht da. Das sind dann schon Advanced-Dinger. So, Lina, jetzt habe ich hier nämlich dieses schicke Teil. Das platzieren wir mal hier. Da sieht es recht unscheinbar. Lina guckt gar nicht, juckt sie nicht. Entschuldigung, ich wollte gerade was testen. So. Boah. Und jetzt kann man da einen Baum pflanzen. Ja, aber welchen machen wir? Süßblüten, so Tropen, Akazien? Mach mal irgendeinen, den da hast du, Lina. Wir machen mal einen, den da hast. So. Der ist doch voll hübsch. Und der wächst jetzt. In 2 Minuten ist der ausgewachsen, dann können wir den abfarmen, kriegen Holz. Und dann geht's richtig ab, Lina. Mit den Blaupausen kannst du die Messerblaupause nehmen, zusammen craften mit einem Stück Holz. Dann kriegst du den die Eichenholz-Messerklinge. Nee, verschiedene Zauberungen, gezackt, flexibel, brennbar, hat hier verschiedene Werte, bla bla bla, bla bla bla, boom. Das dann zusammen mit einem Stick craften, kommst du mit? Dann hast du ein Eichenholzmesser. Dieses Eichenholzmesser ist... Ein Brett oder ein Eichenstamm? Brett. Ah, das ist übrigens, hat ein Level, das heißt, die kann man aufwerten. Die werden immer besser vom Level. Das heißt, es ist ganz gut, dass man die... Man kann die später auch reparieren. Man spielt noch ein Reparaturkit. Was auch wichtig ist, weil... Also, ne, es macht, also wenn du natürlich das verbrauchst und dann wegschmeißt, dann wirst du es auch nie im Level steigern können. Nee, ist ja klar. Ja. Dieses Tool benötigen wir nämlich jetzt, um zu sammeln, mit einem Holzstamm sogenannte Vorlagenbretter zu machen. Mit Hilfe dieser Vorlagenbretter kann man einiges machen, Leute. Ich zeige euch das mal kurz. Hier, so macht man die. Und irgendwie... Ah, genau, so. Mit diesen Vorlagenbrettern kannst du hier, du kannst hier so viel craften. Junge, was war das mit einer Elytra-Hilfe? Du kannst eine Elytra-Pattern machen, dass du eine Elytra damit craften kannst? Bilde Nummer. Hier, Helme gibt's auch. Also du kannst basic die eigentlich im Grunde nahezu einen Slingshot, eine Armbrust, kannst du alles damit machen. Wir suchen aber... Was suchen wir? Eine Schere suchen wir, denke ich. Das suchen wir. Das heißt, 2 Holzpattern und ein Griff. Kriegen wir hin? Davon haben wir ja genug. Bum, bum. Jetzt fragt ihr euch, wozu brauchen wir das Ding? Vorlage Schere, genau. Und mit dieser Vorlage Schere kannst du nun... Können wir direkt eine Holzschere tatsächlich machen, weil wir haben ja genug Holz. Da muss ich nur gucken, wie man das kurz craftet, Leute. Mit Hilfe von 2 Bruchsteinen kannst du jetzt eine Steinklinge machen. So, ich würde das ja auch abgeben, Melina, aber wir haben leider nur einen Stamm. Schade. So, wichtig, das Ding darf jetzt nicht verbraten werden. Damit kriegen wir jetzt halt Blätter. Und wozu brauchen wir Blätter? Du kannst nämlich einen Komposter bauen. Zack, zack. Mein Inventar ist voll. Ja, den platzieren wir mal hier. Mit Hilfe dieses Komposters kannst du nämlich Knochenmehl herstellen. Und Knochenmehl werden wir noch brauchen. Wir brauchen nämlich eine Menge Holz. Ich würde auch echt sagen, dass wir, Sepp, wir haben zwar dieses, das können wir halt nicht nochmal craften, das Ding. Aber dazu brauchen wir eine Menge Ton, denke ich. Wartet mal. Das heißt, so ein komischer botanischer Top, Alter. Hier, der ist das. Botanischer Garten. Da brauchen wir 3, 5 Keramikblöcke. Ah, das haben wir auf keinen Fall, das kannst du ja voll vergessen. Das heißt, wir pflanzen die Oldschool an, Elina. Oh, das decayt übel schnell. Alter. Okay, das ist aber trotzdem gut. Ah, was, das kann weg, das haben wir hier unendlich. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen Plus gemacht. Guck mal, das haben wir hier ein paar Setzlinge und die kannst du hier reinklatschen. So. Hier ist wieder ein Baum gewachsen. Boah, ich hoffe, dass wir da Knochenmehl rauskriegen. Alles andere wäre ja eine Mauernummer. Ich denke, wir können den hier auch abbauen. Oh, guck mal, jetzt hat sich das verändert. Und jetzt können wir das hier auch mal abbauen, weil das sind ja wirklich die sinnlosesten Kisten, die ihr je gesehen habt. Und dann platzieren wir eine richtige Kiste hier. Eine echte Minecraft-Kiste. Was hältst du denn davon, Edina? Was hältst du denn davon? Finde ich toll. So, jetzt sind wir hier. 200 Farmland. Das haben wir ein Upgrade bekommen. Lass mal kurz, ein bisschen Vorschau, was für Blöcke hier wir kriegen. Was ist das für ein grüner, hässlicher Block? Wartet mal. Das ist ein Blütenblock. Ja. Vielleicht kriegen wir jetzt hier eine Steinkiste raus. Das wird ja Sinn machen, oder?
Melone, das ist tatsächlich auch sehr geil. Elina, du kannst eine Melonenfarm machen. Die brauchen wir auch für einen Kompost. Da kriegen wir auch wieder, weil Knochenmehl ist übelst entscheidend, weißt du? Grundsätzlich sollten wir mit einem Schneidebrett eigentlich nichts verkehrt machen. Das ist auch eine neue Quest. Pass auf, das platzieren wir jetzt hier drauf, oder? Okay, auf dem Boden. Ich hoffe hässlich. Mit diesem Schneidebrett kann man einige Sachen machen. Passt mal auf. Jetzt habe ich diese Quest nämlich hier geschafft. Und mit dem Schneidebrett kannst du mit einigen Rezepten, die das hat, nämlich Knochenmehl herstellen. Baumrinde. Okay. Das heißt, wir... Okay, das kriegen wir. Eine Axt haben wir ja eh. Das heißt, wir machen das jetzt hier, das da drauf und boom! Baumrinde! Erfolg freigeschaltet. Baumrinde! Das hat uns jetzt leider kein Knochen mehr gegeben, aber ist ja erstmal auch nicht so wild. Papier. Papier kriegen wir... Was muss ich da schnitzen für Papier? Warte, wir brauchen die... Wir brauchen so viel Stämme, Elina, hier um weiterzukommen. Wir brauchen nämlich 3 Baumrinden. Oh, nice, zum Glück ist alles gewachsen. Tschüss! Vielleicht kriegen wir jetzt Knochen, Melina. Weil jetzt wird hier richtig viel droppen. Gib alles ran. So einen sollten wir natürlich behalten. So. Und jetzt das packen wir auch. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich muss gleich auch mal essen können. Ich auch nicht. Wir brauchen auch mal Weizenkörner, damit wir die, für das hier alles weiter... Also damit wir die fortpflanzen können. Damit wir die ganzen Tierdinger kriegen. So einen weiteren Stamm hier drauf. Entrinden. Jetzt haben wir 3 Rinden. Und mit den 3 Rinden können wir ein Blatt Papier machen. Und damit eine weitere Quest Absolventen. Und dafür kriegen wir ein Buch geschenkt. Und wir haben unser erstes Buch, Elina. Let's go. Ja, Mann. Okay, manchmal muss man auch was dazulernen, Leute. Was soll ich denn euch erzählen? Das Ding, die Schere, die wir benutzt haben die ganze Zeit, Elina, hatte keinen Griff. Ach, die Scheiße. Guck mal, jetzt sieht das Scheißding aus wie eine Schere. Und jetzt kann ich das Schaf... Oh, wo bist du? Frieda! Da ist es, du bist dran vorbei. Boom! Wow, ist da viel rausgekommen. Ja, das war krank, ne? Und jetzt machen wir das Dings, Bums. Auch, aber warte mal, ich muss erstmal hier ein Betteroni machen. So. Ja, pass auf, wie das jetzt abgeht hier. Das wird auch leveln, wartet mal, Level 1. So, jetzt gehen wir mal hier. Oh, so habe ich mir das doch vorgestellt. Katsching! Was heißt Katsching? Erhalte neu. Ah, das Ding hat ein Upgrade bekommen. Nee. Woo! Immer noch Level 1. Aber ich habe jetzt Werte. Okay, weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall so ein Repair-Tool machen, weil das Ding ist, ihr seht, das wird jetzt nicht ewig halten. Das ist aber kein Problem, das kriegen wir easy craften. Kann ich eigentlich auch mal direkt gucken. Hier, Repair-Kits. Genau, Stone-Repair-Kit. Das sind wir direkt schon beim richtigen. Da brauchen wir so... Oh, das ist ja auch kompliziert. Die sind ja kompliziert. Oh, nee. Aber kriegen wir gleich hin, das ist kein Problem. Sieht bis eklig aus. Sieht aus wie Suppe. Knochenmehl! Wie Suppe? Was isst du für Suppe, Alter? Ekelhaft. Boom! Knochenmehl! Knochenmehl ist heftig. Oh. Hast du noch was? Nein, ich habe schon alles reingeballert. Okay, haben wir nicht mehr bekommen. Das muss ja auch mal weg. Wir sollten noch mal einen Ofen machen. Das kann ja nicht schaden. So, jetzt brate ich ein so einen Stein mit Holz, denke ich mal. Wir haben eben jetzt genug Holz. Mit Hilfe dieses Holzes können wir jetzt ein Reparaturkit craften. Das brauchen wir, wie gesagt, damit wir die Tools auch schön aufleveln können. So, wenn ich es jetzt richtig gecheckt habe, müsste das dahin und dann diese Holzpatterns einmal ringsherum. Ja, genau. Sehr einfaches Reparaturkit. Boom. Und das kann ich jetzt mit Material füllen. Einfach, ich glaube, mit Kobbel, ne? Genau, dann füllt sich das. Hier seht ihr, Balken geht immer weiter hoch. Und irgendwann ist es full. So, genau. Jetzt ist full 8 von 8. Und das können wir jetzt nutzen, um diese Tools zu reparieren. Ich denke, so, oder? Ja, full repariert. Hat wieder ein bisschen verloren. Rüsten auf. Jetzt immer wieder fresh to go. Schaf, wo bist du? Hast keine Wolle, Schaf. Für Tag Nummer 1 haben wir einiges geschafft. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr mehr Episoden sehen wollt. Und den Abo-Button. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.